Assalamu alaikum, meine Lieben, hier ist wieder die Khadija. Die schreien rum, die Kinder. Jonas, die machen irgendwie ein Fußballspiel, hört sich das an. Nur mal kurz gucken. Wer schreit hier so rum? Wir spielen Fußball. Wir haben die Mädchen mit 4 und die Jungs mit 2. Aber er spielt super gut. Super. Also, bin ich mal gespannt, was das sein soll. Ach, das ist Fußball. Die müssen den Ball wahrscheinlich aufhalten. Das ist das Geschrei. Guck mal, was denn die Anlauf nimmt. Junge. Jetzt tut der Jonas sich freuen. Brahet, komm, macht langsam. Das ist Sport. Wir haben Sportstunde. Guck mal, wie die aufgeregt sind, die Kinder. Guck mal, mit Anlauf. Das ist die Fußballsprecherin. Die Habiba. Nee, die Zeynep. Die Fußballsprecherin. Ohne Schuhe will sie. Jetzt kommt der Abudi dran. Nee, der sagt, wer schießt? Minje Drop. Jalla, Kinder. Also Jonas ist jetzt dran. Ganz aufgeregt, die Kinder, gell? Die Völkerball. Jetzt darf die Maus immer schießen. Bist du jetzt dran? Ah, mit Schuhen ist besser, Mäuschen. Mäschi, verstehe kein Wort, egal. Immer Mäschi sagen. Dann freuen sie sich. Für er! Was ist da? Mäuschen, was ist da? Was war da? Jalla. Na, hast du alles gefuttert? Mäschi. Wow, super Buddy, super Amina. Schau, wie die da stehen, die Mädels, sie wollen nicht verlieren. Kampfgeist nennt man das. Oha! Warum? Wo denn? Wir haben schon am Anfang gespielt. Hey, Ashot, hast du den Sieger? Hey, Ashot, sie schießt. Englisch.
Aua, na Fisi. So, hier geht's ab, Leute. Kinder von Bülerbü, sag ich immer. Die wohnen hier alle in den Häusern hier drumrum, gell? Und jeder macht sich irgendwie. Jeden Tag spielen die. Ah, der Mr. Boss. Come, this is a football game here. With the car. Jetzt wollen sie Verstärkung. Nimm die Nafisi, sie ist Gedachales. Sehr gut ist sie. They play football. And how are you? Ja. Alhamdulillah. Ägyptische Flagge. Mina, wer hat wieder Younes da hoch? Ja. Wow. Wow. Jetzt klotzt der Younes in der Budian. Warum hast du den Ball durchgelassen? Aber was für ein Blick. You saw it, how you just watch to a buddy. Why you let the ball? Waha! Foul, foul, vom eigenen Team! Ab! Liel, I'm tired, Tommy. Schach! La, ihr seht aber, es war ja lieber Ding. Mensch, ärgere dich nicht. Aiwa, jetzt sehe ich das. Aiwa, sah. Mich salena, nes mich salen. Oder haka seidi. Sah. Ist nur in Arabi. Jetzt check ich das. Aha. Das ist ein. Meshi, habibti. Scharik, hallo, in Arda. دخلنا تحت الدش وضوء بلينا خالص مين؟ شان اللي بيسوي قاعد نبله وبلينا تحت الدش عنديني إن شاء الله سودلي كم شميت ودا هايدناي Ja, die Kinder, die haben heute, bevor sie Fußball spielen, die haben eine Heidenenergie, haben sie mal wieder die Terrasse abgespritzt. Ohne Anweisung vom Baba. Habt ihr alleine gemacht, gell? Ah, okay. Was heißt ein Mensch, ärgere dich nicht auf Arabisch? Das Spiel. Das weiß ich nicht. Naja. Ja, ich gehe in Stau. Ja? Ja, das ist doch Ding. Mensch, ärgere dich nicht. Wie? Sag's mal lauter. Ludo King. Ludo King. Aber nicht auf Arabisch. Das ist doch was anderes. Na, ihr Furzels. Ja, durch das Brot da rauspecken. Alles klar. Die Penny, die sitzt jetzt tatsächlich. Es waren 28 kleine Hühnereier. Und jetzt sitzt sie auf 27. Ich habe eins aus Versehen kaputt gemacht. Da guckt eins raus. Also die sind aber so klein, ne? So, das sind ja. Wir haben keine großen Eier von den Belledi. Sonst hätte sie. Normale Hühnereier werden es wahrscheinlich nur 24. Habe ich im Internet gelesen. Aber das sind Belledi-Eier, die sind kleiner. Gell? Die Penny. Jetzt habe ich hier so ein Nest gebaut und Stroh rein, damit es gemütlicher ist. Und da kann sie auch besser die relaxter sitzen. Und die Küken vielleicht nicht verletzen. Wir gucken das mal an, gell? Und dann können wir nämlich wieder der Schwägerin Hühner geben. Die braucht Hühner. Ja, Mäuschen, du bist ein gutes Mädchen, gell? Guck mal, wie viele Eier das sind. Boah, schön, hä? Ah, nee, guck, ich habe alle mit Kuli angemalt, damit man weiß, weil die kommen natürlich die anderen Hühner auch und legen ihre Eier drunter. Ja, du. Die hat so ein schönes Fell. Wunderschön. Ja, in 7 Tagen oder glaub, in 6 kommen ihre Küken. Die tun wir dann. Na, seid ihr satt? Ich hab nochmal Startkükenstarter rein. 2, 4, 6 sind's. 2 Hähne
und 4 Hennen. Du bist auch ein schöner Hahn, du. Ich würde am liebsten beide Hähne behalten, aber was willst du machen? Schlachten ist auch zu schade. Die sind so schön, beide. Guck mal, gerade frisches Wasser reingemacht. Ja, die wachsen auch gut. Ja, wenn die Crystal, die kommt dann hier mit ihren 12 Küken, 10 Küken. Ich weiß gar nicht, wie viele Eier noch übrig sind. Ich habe vergessen. In meinem Brutkasten sind 8 Eier. Da waren es 12, hier sind es 27. Und da hinten sind mittlerweile 4 Eier drin. Ja, und heute habe ich 12 Eier geerntet. Könnt ihr mal sehen. Guck, die sind schon klein, die Eier. Nicht so normal wie die Legehenneneier. Gell? Ist ja klar. So, jetzt muss ich wieder zumachen, dass mir der Hechler da nicht reingeht. Und ich bin zu faul, den Hechler zu schlachten. Ist wieder voll die Arbeit. Wo ist schon? Ja, irgendwie habe ich keinen Bock. Ich bin noch nicht so ganz wieder da. Ich bin noch im Ramadan-Modus irgendwie. Alles langsam, bloß kein Stress. Ja, dabei ist hier so viel Arbeit, aber ich komme nicht in die Pötte. Keine Lust. Das will ich auch irgendwie. Na, Oliver Pocher. Das Gehege will ich auch woanders hin tun. Und wir müssen hier die 2 Gehege bauen. Wir haben viel Arbeit. Oh, nur mal überlegen, wo wir das hin tun, weil das ist mir zu sonnig tagsüber. Irgendwie. Überlegung, Überlegung. Fressen schön. Mahmoud bringt Bersim. Na, Olli. Was ist los? Ah, guck mal jetzt. Komm mal her, Olli. Miau. Ich kann man doch so schön streicheln. Hä, wieso kann ich dich jetzt nicht mehr streicheln? Ach so, weil der Boris da ist. Okay, okay. Jetzt check ich das. Weil normal kann man den streicheln. Sogar der Younes kann mit dem kuscheln. Panda. Johanna. Also der Züchter hat mich auch versäckelt. Das sind gar keine. Ich habe die extra gekauft, aber weiß nicht. Das wird irgendwie nichts mit dem schwarzen Punkt. Der war kurz da und dann ist er weg. Weiß nicht, wie lange das dauert. Also, naja. Dann haben wir hier so viel Albinos, gell? Ja. Oh, siehst du, jetzt habe ich dich kraulen dürfen. Ja, ey, nein. Ich muss dich kraulen, ich muss dich anfassen. Ja, ist doch gut. Ach, du nervst mich. Aber du, dich darf man. Guck mal, den darf man. Miau, bist du hübsch. Sehr hübscher Kater. Oh, du hast aber im Gesicht einen Kratzer. Warst du das? Sieht so aus. Du arme Maus. Oh, na komm. Der ist so süß. Ja. Kannst du mal gucken, Boris, ein Beispiel nehmen. Ja. Hände waschen gehen. Ja. Oh, Katzen. Wenn das mein Mann sieht, der mag das nicht. Der ekelt sich dann von meiner Hand. Ja. Du bist ein Lieber. Ein lieber Kater. Und du? Was war das jetzt? Streiten die sich? Oh, komm. Da los. Zickenterror. Stress im Paradies. Guck mal, wenn das der Barber sieht, dann müssen wir was machen. Die fressen mir hier den Weinstock. Das müssen wir dringend unterbinden. Muss man hier eine Mauer machen. So, einmal Licht anmachen. Das haben wir gemacht. Neues Gehege gebaut. Das war mir einfach zu heiß für die da hinten. Das ist einfach, ja. Muss nicht sein, das in der Hitze. Das ist fast das einzige Fleckchen da hinten, wo Sonne ist tagsüber. Und die müssen ja nicht braten. Schau, die Sonne ist gerade untergegangen. Ich habe gerade das Licht angemacht. Ja, das Gehege hat jetzt... Ach, da laufen sie schon rum, da hinten.
1, 2, 3 Meter Länge, 1 Meter Breite, würde ich sagen. Und da haben sie eine, das ist eine Rennstrecke und auch Protection für unsere Pflanzen. Und da ist es praktisch, unter dem Gestrüpp werden sie sich verstecken. Da haben wir noch eine Höhle zum Reinkrabbeln, da soll das Futter dann ran. Jetzt kriegen sie halt viel, das ist die Zeit der Trockenruhe. Ja, da könnt ihr sehen. Jetzt sind sie am Rumrennen. Ja, wir haben jetzt Zeit der Trockenruhe. Nachts sind sie mehr aktiver, weil da auch ja, kühler wird. Aber die suchen sich jetzt auch Plätze, die erkunden das jetzt hier. Und ja, der Boris will auch gucken. Zwar haben wir gleich überall Wasser und Futter nochmal für die Nacht, für die Häsle. Ja, so sieht's aus. Ah, jetzt muss ich mal hinsetzen. Hier habe ich einen Schutz gemacht, aber das bringt ja nichts. Wir bauen ja bald was. Sieht nicht so schön aus, aber ja. Ist auf die Schnelle Steine geschleppt. Nicht schlecht für die kleinen Mäuse. Guck mal, da ist die Babs gekommen. Hey, und die Babys sind noch im Bauch. Ja, Panda sieht aus wie Babs. Panda ist auch ganz neugierig. Was hat die da baut? Ist das für uns? Geh schon wieder zur Schwiegermutter. Na gut, geht da hoch. Na, und du? Boris ist viel zahmer geworden, seit er mich mit Olli gesehen hat. Ja. Wir machen ein kleines Bad für die Schildis. Schaut mal. Müssen jetzt trinken. Hier sieht man es. Die trinken und trinken, saugen sich voll. Hm. Du auch? Nee, die sind noch erschrocken. Die habe ich gerade frisch reingetan. Cindy und Gypsy hier. Bulibasha und Roma. Magst du nicht? Cindy geht. Tschüss. Ah ja, also viel Spaß, wir sehen uns morgen. Ja, die Hasen springen hier auch noch rein, aber ist egal. Gell, Boris, immer dabei, bist immer dabei. Die Sonnenblume habe ich auch abgeerntet, haben die Hasen, die Weiber haben es gefressen. Jetzt kriegst du den Rest, die Jungs. Und die Blüte können sie ja auch essen, ist alles gesund. Vitamine, gell. Komm mal her. Bist du ein Hauskater? Ja. Feiner Boris. Feiner Olli. Na komm. Kann ich dich auch tragen? Ja, guck, ich kann ihn auch tragen. Der ist ja cool. Na? Ja, gestern habe ich vergessen, euch Wurmtabletten zu kaufen. Aber ob die das auch fressen, das ist die Frage. Ja. Die sind am Futtern hier. Die ist schon abgefatzt. Die Cindy. Die anderen fressen noch. Ja. Sag's euch. Yunus hat mich gerade rausgeschickt. Er dachte, unsere Tauben sind zurückgekommen. Aber nee. Das sah nur so aus. Das war eine Ringeltaube. Kommst du, Olli? Komm. Ja, das muss ich auch noch aufräumen. Komm, Olli. Na ja, gut. Kommt schon. Hier, die lasse ich heute drin ein bisschen, bis wir die Eier gelegt haben. Die Penny brütet zuverlässig. Hier sind es noch 5 Tage oder 4. Dann haben wir da Küken. Miau. Du bist so ein Hübscher. Ja. Ich bin gar nicht gewohnt, Katzen zu streicheln, gell? Eieiei, ist das schön. Die sind so weich. Viel weicher als Ziegen. Ja. Na? Ich weiß gar nicht, wie man die streichelt. Ich mache immer so wie bei den Hunden, Massage im Genick. Aber das gefällt der auch. Hm? Ihm. Du siehst aber so weiblich aus. Seht ihr die Kratzer im Gesicht? Das war der Boris. Der kratzt ihm die Ache aus, gell? Die Augen aus. Komm. Wo ist denn der Boris? Na komm. Jonas sagt immer, das ist seine Katze und Amina auch meine Katze.
Also jetzt haben wir hier 1000 Katzen. Ja. Ist da noch Futter? Komm. Ja, der Boris kann gar nicht so viel essen. Schau. Hier. Die Breckis. Kannst du essen? Hanoi will Fleisch. Bist verrückt? Bin doch keine Hauskatze. Gib mir Fleisch, Hanoi. Das ist ein Mann nicht. Kauft auch so viel Breckis. 25 Pfund so eine kleine Tüte. Schmeckt's nicht? I'm sorry. Ja, tu schön essen. Der Boris ist nicht da. Ja, Leute. Hier läuft die Klima. Eigentlich könnte ich gießen, hä? Huh? Ach was. Was ist jetzt los? Hab mich erschrocken. Du, ich sag das. Du bist ein Kerle. Jetzt haben wir hier voll die Katzen und ich mit meiner Allergie. Wann war das? Gestern? Gestern hat es im Auge gejuckt, genau. Ah, besser als nix, gell? Ja, so ist's. Ja, der Typ, der wird irgendwie aus Kairo oder keine Ahnung, von weiß gar nicht, wo man das kauft. Ich krieg immer nur die so eine kleine Tüte, so einen Frühstücksbeutel voll. 25 Pfund. Das hält eine Woche bei den Katzen hier. Ich gebe ja morgens und abends einen halben Plastikbecher voll. Ne? Und davon fressen dann drei Katzen. Die fressen ja auch woanders, nicht nur bei uns, gell? Mahmoud sagt, das soll einen Monat reichen. Wir geben ja auch Reste von unserem Essen, aber so viel kriegen die jetzt auch nicht, weil, ne? Besser mit den Breckis. Da sind auch alle Vitamine drin, denke ich mal. So. Jetzt juckt es mich im Auge. Oh je. Na, so ist das mit den Katzen, Leute. Ja, gib mir mal einen Tipp, wie soll ich denn das machen? Irgendwie in so rohes Hähnchenfleisch oder so. Die Katzenwurmtabletten. Und was muss man denn noch machen? Ich meine, ich kann hier nur Medizin kaufen beim Tierarzt. Aber jetzt nicht. Und impfen kann ich dir ja gar nicht. Vielleicht ihn könnte man impfen. Der ist, aber wenn die Spritze reingeht, wird er uns voll beißen vielleicht, gell? Denn Boris kann ich nicht impfen. Ja. Irgendwelche, was macht man denn bei Katzen? Entwurmen und was noch? Wo über Tabletten halt läuft. Das könnte ich organisieren, aber was anders geht nicht. Ja, die Spatzen. Ich werde nie vergessen, wie da oben habe ich den Spatzen, das kleine Spätzlein hochgeworfen und dann ist der Rabe gekommen. Zack! Dahin geflogen, alle Spatzen hinterher. Das war was. Habt ihr das im Video gesehen? Das war echt. Und Younes und ich waren Zeuge, The Witness. Waren beide mit offenem Mund. Oh, krass, gerade eben hast du noch den Kleinen in der Hand gehabt. Ja, und dann ist er bei der Nebelkrähe. Das sind ja keine Raben, das sind Krähen. Ich sage immer Rabe. Naja, gut. Jetzt hockst du dich da. Nein, ist kein Katzenklo. Ah ja, ich habe mich mal informiert, was so eine Rassekatze kostet hier. So eine richtig große Perser oder? Nee, eigentlich kein Perser. So eine Riesenkatze mit langem Fell kostet hier, was hat er gesagt? 250 Pfund. Das sind gerade mal 12 Euro. Ausgewachsen. Richtig groß. Und so ein Kitten dann 100 Pfund. Stellt euch das Ding vor. So billig. Haben gesagt, in Deutschland zahle ich 500 Euro für so eine Katze. Ah, da glotzt. Sag ich, ja, aber wir leben ja hier, gell. Nicht, dass du mir jetzt die Preise teurer machst. Hanoi. Okay. Gehen wir mal wieder rein. So. Tschüss, Olli. Na, jetzt glotzen wir noch. Kriegen wir bald eine Amira her. Die ganze Family. Naja, was will ich machen? Miau. Ja, den Rest frisst die Babs. Oh, ist das goldig, Younes. Du und der Olli. Ich bin lieber eine Katze. Nicht ein Hund. Kein Hund, meine Katze willst du. Hast du jetzt eine? Auf seinen Popo nicht anfassen darf.
Wahnsinn, gell, wie zutraulich der ist. Ist das wirklich eine Straßenkatze oder ist das von jemandem die Katze? Nein, das ist von diesem alten Haus eine Katze. Welche alte Haus? Ach so, hier. Vielleicht sind die so zahm, weil die da aufgewachsen sind und unsere Stimme immer gehört haben. Ja, aber die Oma sagt immer, das ist eine dumme Katze, weil die will in ihr reingehen, weil die kuschelt doch so immer mit der Oma und die Oma will das nicht. Ja. Die Oma will nicht kuscheln mit der Katze. Also wenn ich nicht allergisch wäre, wäre die sofort im Haus. Und wo ist auch ein Babs? Alle. Der Baba mag das nicht. Er macht das immer bei mir so. Goldig. Besonders weich ist das hier. Ich traue mich, die nicht so zu streicheln wie der Jonas. Weiß ich nicht, wegen meiner Allergie. Ich denke immer, die kratzt mich dann und dann juckt es mich wieder eine Stunde. Siehst du? Maschi, jetzt sehe ich es auch bei euch. Die ja, ich. So lieb, wie sie dann schnurrt. Eher. Aber der war am Anfang nicht so zahm, gell? Ja, kannst du dich erinnern? Angst im Ramadan. Aber ich habe ihn dann heimlich Knochen gegeben. Und wissen, stimmt, als wir gegessen haben, drüben bei der Schwiegermutter, hat sie ihm immer Knochen hingeschmissen mit Fleisch dran, wenn die Oma weggeguckt hat. Und alle haben gelacht und haben es gesehen. Nicht alle, nur Selwan. Selwan. Aber die hat es niemandem erzählt. Ja. Süß. Die will immer so zu mir drauf. Was bedeutet das? Hallo. Ich kenne mich mit Katzen nicht so aus. Siehst du das hier? Das macht er. Ja. Vielleicht will er am Kopf gestreichelt werden. Guck mal, wie er schnurrt. Brrr. Ja, ich liebe dieses Geräusch. Ja. Siehst du, genau aus dem Grund. Das ist aber Spielen. Ja, so wäre das eigentlich nicht getan, aber ich hätte Angst. Ja, wenn der mich jetzt so gebissen hätte, hätte es mich wieder voll gejuckt. Naja, Kinder, pass auf, es ist immer noch eine Straßenkatze und nicht geimpft. Und dann Hände waschen, bitte. Ja. Genau, vielleicht will er das an den Ohren gekrault werden. Na gut. So, der flippt aus, oder sie? Gell? Ja, ich hab Hunger, yalla yalla. Ja, jetzt wirst du gefüttert. Marschi. Mein Kopftuch. Heieiei. So, seht den Unterschied, Leute. Es ist geputzt. Jetzt brauchen sie nur noch frisches Wasser. Hier. So sieht's aus. Und ihr? Alles okay hier bei euch? Ja. Mahmoud hat hier 3 Stunden rumgeputzt. Hä, ihr habt hier eine Tastatur von einem Laptop. Ja, alles okay? Ja. Jetzt muss ich euch frisches Wasser geben. Guck mal, wie schön groß die geworden sind. Super Sache. Ja, jetzt muss man mal hier putzen, Leute, weil na, die Enten, die machen nämlich einen ganz schönen Gestank. Jetzt lassen wir mal die Hühner raus. Kommt. Very nice, Mahmoud. Der hat sogar eine Blase. Show us your bubble. Seht ihr das? Wait. Eine Riesenblase. Ja. Guck mal, der Hechler. Die Mischwazi, Mahmoud. Die Gänse, sagt er immer. Fingoa. Aywa, for the baby. I see that. So, Penny, alles okay? In dem Lade. Hast du schon wieder Eier hier? Nee, das ist ein gutes. Geh mal kurz fressen, komm. Geh mal runter von den Eiern. Guck mal, wie viele. Geh mal runter. Guckt euch das Ding an. So
sind alles gute Eier. Halt es nicht. Das nicht. Ich habe die ja markiert. Und das auch nicht. Doch, das ist. Da machen wir uns noch ein Frühstücksei. Bebrütet. Das wäre nicht so lecker. Oh, geh raus, Hechler. Komm. Und ihr? Habt ihr rumgelegt hier? Das will ich doch hoffen. Habt ihr hier Eier gelegt? Heia, heia, heia. Seht ihr? 2, 4, 6, 8 Eier. Sehr gut. Ich muss auch bald anfangen zu legen hier. Hm? Ja, wenn sie die Flügel so hängen, ist es warm. Wir haben 39 Grad. Ja, Penny, du sollst doch mal ein bisschen dich bewegen. Komm. Nee, will nicht. Na gut. Guck mal, die schüppt gleich das Ei unter sich. Das sind halt auch viele Eier, gell? Das ist große Verantwortung. She has a high responsibility, this turtle. Nee, turtle to Rumi. Was heißt nochmal Truthahn? Turkey. Turtle ist Schildkröte. Das haben wir nicht. Doch, das haben wir auch. Aber im Englischen ist es was anderes. Also 5 Eier, gut. Im Englischen sagt man zu Wasserschildkröte Turtle und zu Landschildkröte Tortoise. Tortoise oder sowas. Tortoise. Französisch, whatever. Lassen wir mal die Hasen raus. Wer darf jetzt? Ich glaube, lassen wir die Boys raus. Zeig mal, Boys, alles okay hier in dem Lade? Nee, habt's kühl. Komm, machen wir die Girls. Ja, ja. Bald das Dach runter, du. Das müssen wir auch noch machen. Ja, Leute. Gucken wir mal hier, ob alles okay ist. Haben die sich verkrochen? Ah ja. Alle unterm Gestrüpp. Oder? Ja, da unten sind sie. Mhm. Zähl mal lieber durch, damit das was ist. 1, 2, 3. Wo ist Nummer 4? Guck mal, wie die sich ver... Ah, 4. Die vergraben sich richtig im Sand. Ja, das ist, wenn es so heiß ist. Das ist normal. Das ist ein Unterschied. Wasser, europäische Landschildkröten. Und hier die tropischen. Jetzt könnt ihr rauskommen. Hallöchen. Na, kommt. Yalla, Barra. Mach ich mal den Stock, dass der Wind das nicht so macht. Jetzt kommt der Gobi auch raus. Gut, Leute, das war's im Video. Ja. Dann einmal Futter, bitte. Ah, hier hat er auch den Dreck raus von hier. Außer die Tüte, die mache ich jetzt. Komm, komm. So. Hm, heiß, gell? So ist das. Okay, Leute, das war's im Video. Das Video ist voll. Hühner fressen Bersim. Sind schon wieder auf dem Grill oben. Da. Ja. Oh, der Hechler, den habe ich ganz vergessen. Du, lass die Penny, guck mal das an. Ja, Hechler, weg, weg. Die hat eine Apne, einen Job zu erledigen. Hast du Hühnereier drunter? Ja, die wollen wir nicht bebrütet haben. Hechler, raus. Nein, geh raus. Die ist busy. Geh weg. Und die hobelt, das taugenix. Naja, gut, taugenix kann ich auch nicht sagen. Der hat viele Eier gebracht. Ich habe nochmal 2. Der hat uns viele Entchen beschert, der Kerle. Und die Zuschauer zum Lachen gebracht. Also etwas kann er. Gell? Tust alle begatten hier. Alles, was nicht bei 5 auf dem Baum ist, wird begattet von dir. Okay, also jetzt aber wirklich. Bis die Tage, Moselima. Bye, bye. Achso, übrigens, der heißt jetzt Martin. Ich vergesse immer seinen Namen, Martin. Also, bye.